Hallo zusammen, ich war am vergangenen Wochenende in der Schweiz, genauer gesagt in Schaffhausen, denn dort bin ich beim Schaffhauser Triathlon gestartet. In dem heutigen Vlog möchte ich euch einen kurzen Einblick geben, wie der Wettkampf lief und wie mein Vorwettkampftag aussah, weil ich da bisher noch nicht so wirklich drüber gevloggt habe. Fangen wir also chronologisch mit dem Vorwettkampftag an. Dadurch, dass ich nur jetzt an dem Wochenende da war, sage ich mal, war es so, dass ich relativ wenig Vorbereitung vor Ort auf der Strecke hatte. Das heißt, an dem Samstag habe ich einfach einen kurzen Laufstreckencheck gemacht. Dadurch, dass es eine 10-Kilometer-Runde war, war das jetzt verhältnismäßig nicht so lange. Deswegen konnte ich da dann einmal schön die Laufstrecke checken am Rheinfall. Dann am Nachmittag habe ich noch einen kurzen Materialcheck auf dem Fahrrad gemacht, einfach um zu schauen, ob die Schaltungen und die Reifen alle funktionieren und noch gut in Schuss sind. Und am Nachmittag ging es dann nochmal in den Rhein selber, einfach kurz nochmal eine Runde schwimmen, beziehungsweise dadurch, dass es mein erstes Mal war, dass ich in einem Fluss mit der Strömung geschwommen bin, war das dann noch ein Schwimmstreckencheck. War sehr cool und der Vorwettkampftag ist dann auch meist immer ein relativ lockerer Tag, bei dem es wirklich einfach nur darum geht, den Körper nur noch mal so leicht zu bewegen, dadurch, dass ja am nächsten Tag dann meist der Wettkampf folgt. Kommen wir nun zum Wettkampf selber. Ich muss sagen, mit dem Gesamtergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich habe den Wettkampf gewonnen. Kommen wir zu den einzelnen Disziplinen. Das Schwimmen waren knapp 5000 Meter, allerdings mit der Strömung. Da habe ich knapp 35 Minuten gebraucht. Was mich sehr überrascht hat, war, dass ich first out of the water war mit knapp einer Minute Vorsprung. Dann beim Radfahren. Die Strecke war relativ anspruchsvoll. Es waren 70 Kilometer, also es waren zwei Runden, a 35 Kilometer mit knapp 880 Höhenmetern, also schon relativ viel an Gekletterer. Da habe ich eine Stunde 52 gebraucht. War eigentlich sehr in Ordnung. Die erste Runde bin ich ein bisschen lockerer gefahren als die zweite Runde. Einfach damit ich auch beim Radfahren mal diese Taktik des Negativ-Splittings machen kann. Hat sehr gut funktioniert. Normalerweise wäre ja Windschattenfahren erlaubt gewesen. Dadurch, dass ich allerdings beim Schwimmen schon so einen Vorsprung hatte, konnte ich den beim Radfahren auch halten und auch musste dann dort nirgends, sage ich mal, Windschatten fahren, weil ich meist so zwischen 1 und 2 Minuten Vorsprung immer auf der Radstrecke hatte. Dann ging es zum Laufen. Das waren insgesamt knapp 20 Kilometer mit über 200 Höhenmetern und relativ viel Schotter und auch Treppen. Mit einer Laufzeit von 1:14 bin ich da sehr zufrieden. War trotz des Untergrundes eine sehr solide Pace und ich muss auch zugeben, in der zweiten Laufrunde habe ich mich deutlich besser gefühlt als in der ersten. War ein sehr solider Wettkampf jetzt für die zweite Hälfte der Saison und hat mich jetzt auch sehr positiv für die kommenden beiden Wettkämpfe der 73 WM in Lahti und der Ironman WM in Nizza gestimmt. Ich freue mich schon drauf und in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.